Recht herzlich willkommen zur 172. Folge von Towns. Ja, letztes Mal hatten wir gesagt, hier fehlen Kerzen. Oder wie war das? Schauen wir mal. Aber die Kerzen ja doch hier oben, können wir noch ein paar hinstellen. Na, guck mal, da wird für den Abbau dieses Steines der Scaffold gebracht. Das Baugerüst. Dann lass uns mal gerade die Kerzen auswählen. Dahin. Dorthin. Dorthin. Und dorthin. Und dann wird die nächste, glaube ich, im Wasser stehen, oder? Bestimmt. Ja. Kommt das hin? Da. Oh, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Da eine hin und ja, ich glaube, das ist richtig. Gut, okay, schon gemacht. Könnte sogar klappen, dass man da abbaut, weiß ich nicht. Ja, da oben hat er da schon alles gepickt. Jetzt könnte er dann hier noch weitermachen, ne? Zack, machen wir so. Mal schauen, ob das wegkommt. So, Treppenhaus. Da ist richtig. Da geht es dann weiter hoch auf diese Ebene. Da ist richtig. Geht dann hier hin. Da ist da. Dann kann er da. Das Treppenhaus ist jetzt zwar falsch rum, aber ist okay. Dann wird es dahin gehen. Da, wo ja der Scaffold steht, ist richtig. Hier ist, glaube ich, auch noch richtig. Die Frage. Ich glaube, der muss weg. Und dann muss daneben der Delete. Und da muss einer hin. Mach das mal gerade. Und stellen die den auch, glaube ich, darüber, ne? So, dann würde das wieder nach da gehen. Genau. Könnte sein, dass es klappt. Aber hier fehlt es mir irgendwie, glaube ich. Da fehlt was am Treppenhaus. Auf jeden Fall ist jetzt gerade ein Händler gekommen. Lass mal weiterlaufen. Und da geht es ein bisschen voran, aber wie weit wir das schaffen, ist die nächste Frage. Ne? Was macht uns unser Kellergeschoss mit unseren Monstern? Ich glaube, hier machen wir zu. Weil 1, 2, 3, 4, 5 drin sind. Hier machen wir schnell zu, weil da schon ein Geist rumläuft. Und hier können wir auch close machen. Kommt sowieso keiner mehr rein. Und dann würde ich sagen, machen wir erstmal hier ein Waypoint. Und das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Öffnen diese Tür. Jetzt ist der Händler wahrscheinlich da. Der bringt tolle Sachen mit. Ne? Guck mal, sogar Dreck bringt er mit. Ihr will auch noch ganz viele schöne Sachen haben hier, so ist nicht. Komm, dann nehmen wir Gold. Da brauchen wir noch Glas. Kupfer. Flint. Iron. Na super, das mit dem Scrollen war natürlich nicht so. Snowpile, auch sehr interessant. Verkauft uns Schnee, das ist so wie wenn man ein Stück Button mehr kriegt. Ja. Nehmen wir die beiden Sachen und dann gucken wir, dass wir hier was von loswerden, ne? Ja, das macht er dann schon. Stopp, das war jetzt zu viel.
gut. Die nimmt er mit. Wir kriegen noch ein bisschen Kohle dabei. Alles passt, ne? Läuft. Okay, dann die Pause wieder raus. Die haben den Waypoint gekriegt. Und ich würde jetzt mal sagen, machen wir hier einen Unlock. Und at a Patrol Point. Ja, komm, zack. Da gehen sie schon alle drauf. Den nehmen wir mal nicht weg, sondern machen da einfach nur die Tür zu. So, dann sind die da dran wahrscheinlich noch, oder? Hm? Hm? Ne, doch nicht. Wo sind der jetzt hin? Übereinander gesteckt? Oh ne, da ist er, okay. Ja, komm, machen wir am Waypoint erst hier hin. Ne, das war jetzt verkehrt. Den wollte ich wegmachen. So, das ist erledigt. Dann gehen wir erst hier hin. Der weg. Schon angegriffen da, super. Okay, die laufen jetzt. Falsch rum im Endeffekt. So, da lang bitte. Und dann wird der Geist angegriffen, auch erledigt. Ja, hier sind welche. Den können wir dann wegmachen. Und den auch. Hier wird gekämpft. Der ist so müde, er schläft auf der Stelle da ein. Die zwei kämpfen noch gut. Ups. Hier sind jetzt noch vier, ne? Ja. Ich glaube, ich lasse da erstmal die raus, weil die sind müde und hungrig. Und andere rein. Schichtwechsel sozusagen. So, das hat sich erledigt. Du kannst nicht mehr raus. Und dann at Patrol Point. Heeresgruppe Süd. Und den Truppen weg. Oh, das ist jetzt ein bisschen knapp gelaufen, oder was? Ah, dann geht's. Hier unten noch einen hin. Und der kann weg. Und dann haben wir da noch einen sitzen. Dahin und gut ist. Und hier mal remove noch. Warum der da oben aufgeht, weiß ich auch nicht so ganz. Aber ist halt so. Ah, da ist noch einer direkt vor der Tür. Lassen wir rein. Zwei sind es, da ist auch noch einer. Vielleicht klappt das noch. Komm. Den fangen wir gleich da und fertig. Remove. Fertig. Der eine wird sofort angegriffen. Gut. Close door. Der kann da bleiben. Die ist zu. Die öffnen wir. Den entfernen wir. Und alles ist gut, oder? So, dann würde das bedeuten, closen. Den unlocken. Genauso wie den. Die nächsten können reinkommen. Ja. Vielleicht kommen noch ein paar und räumen hier was weg, oder? Ja, vielleicht nicht verkehrt. Hm. Einer ist schon reingelaufen. Es kommt kein Transporteur oder so, ne?
Haben wir ja eine Rüstung und ein paar Knochen und was haben wir hier? Eine Waffe, noch ein Brustpanzer. So, kein schlechter hier, ne? Wie sieht's denn da überhaupt aus mit? Oh. Na, dann lass die mal beide was holen. Hier unten gibt's ja was, ne? Sollten sie eigentlich sich einigermaßen einrüsten. Jedenfalls zwei Waffen, zwei Brustpanzer und einen Helm. Geht doch, oder? Ist da schon jemand? Nein. Das sind nur Soldaten, die zur Wache gehen. Würde ich sagen. Und der andere, der ist gerade hier und geht wieder zurück. Hat's nicht gereicht, ne? Vom Umfang gehen. Ja. Ich bin nicht sicher, ob die hier alle mehr werden oder gleich bleiben. Es sieht eigentlich so aus, als ob es weniger werden, ne? Müssen wir dann mal checken noch, oder? Und da kommt jemand und... Naja, der bringt Knochen noch mit, oder was? Ne, der hat sich tatsächlich noch eine Waffe geholt, oder? Weiß ich, was das andere war. Hab ich mich hier nicht liegen sehen, was das war. Naja, aber... Gucken wir mal gerade rein, dann sehen wir es doch. Aha, die Sachen hat er sich wahrscheinlich geholt, ne? Geht. Essen. Bergmann. Erntehelfer. Holzfäller und Träger. 75. Fünf Stück noch, dann ist schon wieder neue Truppe da. Ja, müssen wir abwarten hier mal, ne? Bis da einer kommt. Und der sieht so aus, als ob da schon der nächste da ist. Ist das diese Person? Nein, ne? Nee, kann nicht sein, wegen... Die hat ja gar nichts. Okay, auf jeden Fall wird hier aufgeräumt. Das ist auch schon mal was. Kommen noch mehr. Da kommt noch mal so eine Person, die da... Okay, die Waffe holt. Hat die Knochen liegen lassen oder die Waffe mitgenommen? Sehr interessant. Ist jetzt auch voll ausgerüstet. Das bedeutet... Job Group. Ich mach's mal zu den Trägern, ne, oder? Holzfäller oder... Bergmänner können wir noch gebrauchen. Wenn diese Person fertig ist, dann geht die zu den Bergmännern. Naja. Gut. Hier ist schon... Nicht mehr so viel an Steinen da. Die haben wohl schon einiges weggeräumt hier jetzt. Es gibt aber hier noch Bereiche, wo noch genug ist, ne? Und da läuft sogar jemand lang. Zwei. Jetzt holen die Steine hier aus der letzten Ecke, oder was? Tatsächlich. Glaubst es doch nicht. Okay. Gucken wir hier rein, was die hier so machen. Ist das da schon abgebaut? Nö. Das auch nicht. Ja, Mauern sind dann irgendwo gezogen worden wahrscheinlich, ne, oder? Hier ist alles im Ruinenbereich. Und ich guck mal lieber erst hier hinten. Da fehlt nur noch ein Steinlein. Da geht schon ein bisschen was. Vielleicht machen wir da noch eine Mauer mehr oder erweitern das noch Ganze. Okay. Ne, das hat jetzt nicht funktioniert. Nochmal. Ich glaube, jetzt passt es dann, ne? Ja. Das war nix. Vergessen was. Ist auch egal. Ist nicht schlimm. Wir haben wieder was gemacht. Die können weiterbauen. Komm, hier müssen wir noch was machen, damit das läuft. Ich glaube, da müssen wir so machen.
Da müssen wir auch noch einen setzen. Da ist schon richtig, denke ich. Hier muss noch auf jeden Fall einer hin, damit das auch klappt. Also, da müssen sie sowieso zwei jeweils drauf, damit die Mauer durchgeht, ne? Okay. Da geht auch einer hin. Das ist fertig. Da ist schon bekannt, wo es lang muss. Das läuft auch. So. Der muss dahin. Der muss da. Ach, der muss, glaube ich, sogar bis dahin. Da muss auch noch auf jeden Fall einer drauf. Und jetzt habe ich es abbild. Ach so. Da muss überall erstmal ein zweiter Stein drauf, ne? Und hier ist das gleiche in grün. Mach mal so, weil da müssen wir dann gucken, wie es weitergeht. Ja, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erst reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.